von Lindenberg. Thank you.
Platz auch an die neu hinzugekommenen Personen. Wichtig ist, dass wir alle jetzt gerade mal hier stehen und friedlich sind. Ein bisschen Abstand voneinander halten ist natürlich schade nicht. Wir wollen ja die Polizei hier nicht reizen. So, ich würde auch allen raten, Achtung, nicht? Es kann hier auch natürlich zur Polizeigewalt kommen. Nur noch eine gute Nachricht, wir haben am Wochenende die World Freedom Alliance gegründet, den Dachverband der weltweiten Organisation gegen diese Machenschaften gegen Covid-19 in Stockholm. Das ist zu finden unter www.acu2020.org. Ja? Also auch weltweit, überall, in den ganzen Ländern. Wir haben zum Glück keine Übersterblichkeit, auch die anderen Länder sind davon nicht betroffen, aber von den Bürgerrechtseinschränkungen, und deswegen lohnt es sich, hier zusammenzustehen, nicht? Gegen diese Maßnahmen, gegen diese Gewalt, die uns angetan wird. Das Medizinische ist nur das Drumherum. Es geht darum, nach und nach eine Wirtschaftskrise absichtlich herbeizuführen, ja? Damit sie den großen Reset sozusagen dafür reif geschossen sind. Ja? Das ist es so. Deswegen informieren Sie friedlich Ihre Mitmenschen dazu, haben Sie Geduld, ja? Und informieren Sie sich. Vielen Dank und World Freedom Alliance. Thank you.